Ihr Lieben, guten Tag. Ich grüße euch. Ja, jetzt gab es schon wieder eine Pause die letzten Tage. Ich wollte das eigentlich gar nicht, die Pause. Aber es beschäftigt mich immer mehr die Frage, was soll ich sagen? Habe ich was zu sagen? Gibt es was zu sagen? Mein Leben oder ja, ich weiß nicht mal, ob das mein Leben ist. Ich weiß nicht mal, was man normalerweise unter Leben versteht. Da scheint sich so sehr von dem anderen zu unterscheiden, dass ich so denke, was soll ausgerechnet ich sagen in den Videos? Warum soll ich Videos machen? Mal wieder das, was ich schon so oft denke, ich habe fast nichts, was alle anderen zu haben scheinen. Das wird jetzt auch gerade über Ostern so deutlich, wird mir so deutlich. Alle haben Familie, entweder die Ursprungsfamilie oder eigene Familie. Ich habe beides nicht. Ich habe keine Ursprungsfamilie, ich habe keine eigene Familie. Dieses Gefühl, was mich eigentlich schon mein Leben lang begleitet, ist gerade dieser Tage wieder sehr, sehr stark da. Das Gefühl der Sinnlosigkeit, die Frage nach dem Grund, nach dem Sinn. Das war schon ganz richtig. Warum bin ich da? Warum ist das alles? Heute Morgen schrieb mir eine wirklich sehr liebe Freundin über Messenger. Sie wünscht mir schöne Ostertage. Und sie kann sich vorstellen, dass meine Jungs ganz viel Spaß daran haben, unsere Osterbräuche zu entdecken. Und dann habe ich ihr zurückgeschrieben, du, das können die nicht entdecken, jedenfalls nicht mit mir, weil ich sie selber gar nicht kenne. Ich habe früher das kennengelernt, aber diese ganzen Feste der Kirche, die waren für mich immer schon ziemlich schrecklich, weil meine Mutter sie eigentlich immer so benutzt hat, um mich unter Druck zu setzen. Also zum Beispiel gerade Ostern und Weihnachten, wenn ich dann mal wieder in ihren Augen nicht pariert habe, nicht funktioniert habe, dann hatte sie damit natürlich ein wundervolles Druckmittel. Dann gab es eben keine Weihnachtsgeschenke oder keinen Osterspaziergang. Und Osterspaziergang war immer ganz nett. Also, nee, was heißt ganz nett? Es hat wirklich Spaß gemacht. Da hatte sie die Idee, dann Ostereier in ihre Jackentasche zu tun und ein paar kleine Geschenke, also kleine Aufmerksamkeiten. Und wir sind dann spazieren gegangen und haben, also sie hat das dann so, wenn ich das nicht gemerkt habe, irgendwo fallen lassen. Und dann blieb sie stehen und dann sollte ich die Sachen suchen. Jetzt, wo ich das gerade so erzähle, kommen mir tatsächlich die Tränen, weil das waren schöne Momente, aber sie hat es eben auch ganz oft benutzt oder meistens benutzt, um mich zu erpressen, um mich unter Druck zu setzen und um mich zu manipulieren. Und ja, auch in späteren Jahren, als ich dachte, ich bin der Mutter endlich entkommen, dann habe ich versucht, das mit meinen jeweiligen Partnern irgendwie was zu machen, irgendwie zu feiern. Aber auch da habe ich mir immer Partner gesucht, die selber keinen Sinn hatten dafür. Und so dass gerade diese Feiertage, natürlich auch, weil ich es unbewusst angezogen habe, das weiß ich sehr wohl, aber gerade diese Feiertage waren dann ähnlich dramatisch wie in der Kindheit, sodass ich sie dann irgendwann ganz gelassen habe. Und das wurde mir heute so bewusst. Die Freundin, die wusste das nicht. Die hat das einfach nur lieb und nett und herzlich gemeint. Aber das war irgendwie so ein Dämpfer. Also Dämpfer, sowas ist ja immer gut. Dann kommt das alles ja nochmal hoch. Aber also das hat irgendwie meinen ganzen Tag überschattet. Und dann so eben dieses Gefühl, was immer mal wieder kommt, aber ach, normalerweise hatte ich das auch schon wieder ein bisschen weggetan, aber gerade dann zu diesen Festen kommt es wieder. Was soll das eigentlich alles? Und warum stehe ich eigentlich morgens auf? Und wo wird das alles hinführen? Denn eins kann man ganz klar sagen,
Ich habe nichts mehr von dem, was ich früher für normal gehalten habe. Und eigentlich ist das gut. Wenn ich mein Herz befrage, dann ist das gut. Weil ich glaube, es geht um ganz gewisse Dinge zurzeit. Das werde ich gleich sagen. Aber also wenn ich mein Herz befrage, dann ist das gut. Aber das Ego kommt zwischendurch immer wieder durch und meint, mich dann warnen zu müssen und wieder zu sagen, Kirstin, pass auf. Pass auf, pass auf, da stimmt doch was nicht. Du musst was verändern und ja, du musst irgendwas anders machen und du bist nicht glücklich. Und ja, mittlerweile kann ich ganz gut damit umgehen. Früher hat es mich ja immer tagelang niedergedrückt, aber mittlerweile registriere ich das dann und sage, ja, okay, du darfst da sein. Ich verstehe das, du machst deine Arbeit. Also ich nehme es an. Ich akzeptiere es. Und dann geht es auch irgendwie weiter. Aber naja, es geht mal besser, mal schlechter. Und was ich jetzt sagen wollte, worum es zurzeit, glaube ich, gerade geht, und das sagen mir auch viele meiner Lieben, die mir sehr, sehr nahe stehen, meiner, wie ich immer so sage, meiner Engelsschwestern. Die eine drückt es so aus, es geht um Entgrenzung. Und mit diesem Wort kann ich sehr viel anfangen. Es geht um Entgrenzung. Wir waren bisher immer begrenzt oder wir haben uns begrenzt. Wir haben uns begrenzt gefühlt. Wir haben gedacht, das System, was wir erleben auf der Welt, das ist das Einzige und das einzig Wahre und das Richtige und so muss es sein. Und für uns war es normal, dass wir einen Körper haben und naja, dass da irgendwo Grenzen sind und für uns ist Trennung normal und das Ich und Du ist für uns normal und viele, viele andere Dinge. Und was ich bemerke ist, dass es bei mir immer weniger wird, diese Begrenzung. Und das ist schon ganz schön komisch, weil natürlich ist das Ego dann noch verstärkter auf dem Plan und wittert schon wieder Verrat und falsche Wege und Fehler und ja, meint dann, es muss wieder arbeiten. Und das ist das eigentlich Anstrengende. Und die Silke Schäfer hat ja heute ein neues Video rausgebracht. Oder nein, das hat sie, glaube ich, schon vorher rausgebracht. Aber ich habe heute das zugeschickt bekommen. Und ich werde ihren auch bitten, dass diesen Link unter dieses Video zu setzen. Sie spricht auch davon, dass es um die Welt der Formlosigkeit geht. Und so wie ich das verstanden habe für mich, kommt mir das sehr entgegen. Denn das versuche ich schon seit langer, langer Zeit. Fühle ich schon, dass das mein Weg ist in die Formlosigkeit. Ich will, im Grunde genommen bin ich eigentlich schon seit ich auf der Welt bin, diese Formlosigkeit nicht. Aber damals war das ein Weglaufen. Und in den letzten Wochen, Monaten wird es wieder sehr, sehr verstärkt bei mir, dieser Wunsch. Und ich nenne das immer nach Hause zu gehen. Ja, die Welt des Formlosen. Wie ich früher schon öfter mal gesagt habe, Enterprise, DS9, Odo. Der Formwandler kann jede Form annehmen, die er mag. Und wenn er genug hat, geht er wieder zurück in die große Verbindung. Und das ist ja meine Sehnsucht schon sehr, sehr, sehr lange. Andere drücken es aus als das Einheitsbewusstsein. Da kann ich auch sehr viel damit anfangen. Oder ich vermute, dass das Gleiche ist, dass sie einfach das Gleiche damit meinen. Und zwar meine ich so wirklich die Einheit spüren, das große Ganze zu spüren, zu erkennen, dass diese Trennung eine Illusion ist, dass das Gefühl der Trennung eine Illusion ist. Und ich gestehe, ich kann es nicht immer erkennen. Ich kann es sogar meistens nicht erkennen. Das ist dann, wenn die Trauer wieder hochkommt. Und dann kann ich es nicht erkennen. Oder ich erkenne es nicht und deshalb kommt die Trauer hoch. Keine Ahnung. Ich weiß, dass es so ist, aber ich erkenne es nicht.
Ja. Was noch? Also jetzt, wo ich hier so darüber rede, geht es mir eigentlich schon wieder viel besser. Ich bin nicht einsam, aber ich fühle mich einsam. Und das ist das, was mir immer wieder, wie will ich das jetzt sagen? Was mir immer wieder ein Knüppel zwischen die Beine wirft, das will ich gar nicht sagen, sondern was mich immer wieder zum Straucheln bringt, dieses sich einsam fühlen. Und dann gibt es auf der anderen Seite so wundervolle Begegnungen. In letzter Zeit ist es, oder in den letzten Monaten ist es etwas in Vergessenheit geraten, jedenfalls öffentlich, meine sehr, sehr nahe Verbindung nach Indien. Indien ist ja mein Seelenland, wenn ich überhaupt eine Heimat habe hier auf der Erde, dann ist es Indien. Und ich habe natürlich auch sehr, sehr viele Kontakte und vor allen Dingen meine wundervollen indischen Brüder, die sind meistens sehr, sehr jung. Und ich habe in letzter Zeit wieder viel Kontakt mit denen. Und auch mit meinen Jungs hier, die ja immer mehr werden, wofür ich sehr dankbar bin. Also, dass wirklich wundervolle Menschen um mich herum sind. Es ist so interessant. Sie sehen mich in letzter Zeit immer mehr, immer stärker als die große Schwester. Und was ich eigentlich auch sehr schön finde, was ich wirklich sehr schön finde, weil ich glaube, das ist auch meine Aufgabe. Und sie zeigen mir alle etwas, jeder einen Teil von mir selbst. Und das ist fast wie Kartenlegen. Ich lege ja auch manchmal ein bisschen Karten, aber nur manchmal hin und wieder. Normalerweise habe ich die Antworten so. Also ich bin hellsichtig und hellfühlend und ich kriege die Antworten so, aber für mich selbst eben nicht. Und da lege ich dann, oder jedenfalls meistens nicht, da lege ich dann auch manchmal etwas Karten und da kann man ja schon mal etwas erkennen. Und im Moment ist es tatsächlich so, so seit den letzten 2, 3 Wochen, seit ich dann mal wirklich nochmal mit meiner Seele ins Gericht gegangen bin und gesagt habe, ich kann so nicht mehr und ich mache so nicht mehr. Ich brauche Klarheit. Und seitdem hat sich tatsächlich was verändert. Ich scheine immer mehr Antworten für mich selbst auch so zu bekommen in meiner Umgebung. Und ich sehe, jeder dieser wundervollen jungen Menschen hat einen Teil oder hält einen Teil von mir, repräsentiert einen Teil von mir und zeigt ihn mir. Und ich muss sie mir alle nur angucken und kann mich selbst erkennen. Und dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Der eine hat das Problem, der andere hat das Problem und ich sehe sofort, es sind genau meine eigenen Sachen, es sind absolut meine eigenen Sachen. Und natürlich, weil ich sie liebe, alle, natürlich versuche ich alles, um ihnen zu helfen oder um sie zu beraten oder so. Und weiß, in dem Moment, wenn ich sie berate, berate ich eigentlich mich selbst und gebe mir selber die Antwort. Und der Witz ist, im Moment wenden sie sich alle an mich, dass sie eine Freundin suchen. Ja, sie wollen heiraten, eine Familie gründen. Na, bravo. Und sie fragen mich, wie sie das anstellen sollen. Da muss ich wirklich lachen. Ausgerechnet mich fragen sie. Und dann sage ich ihnen etwas, was ich für richtig halte und was ich auch speziell für ihre persönliche Situation, da ich sie ja wahrnehmen kann, was ich eben da wahrnehme und was ich demzufolge ihnen empfehlen würde. Und dann am Ende sage ich mir, Kirstin, wundervoll hast du das gemacht, aber wann wendest du das endlich auch für dich an? Dann stehe ich wieder davor, wie der Ochs vom Berg und weiß einfach nicht weiter. Ja, aber das ist halt zurzeit so. Und nun werden natürlich einige sagen, wie du hast doch gesagt, du bist verliebt. Was weiß ich, was das ist. Jedenfalls gestaltet sich das alles nicht so, wie ich das von früher her kenne. Und wie sicherlich viele das erleben, es gestaltet sich alles nicht so. Es zieht viele Dinge nach sich. Und ich bin aber auch dankbar, weil ich erkenne. Und das hat zum Beispiel zur Folge gehabt, dass ich, vielleicht werden sich einige noch an mein Herzchen erinnern. Ja, wen ich meine, wenn ich sage mein Herzchen.
Und da ist ja immer noch Kontaktsperre, Kontaktabbruch. Aber durch das, was ich jetzt erlebe und was ich auch mit diesem Gefühl des Verliebtseins erlebt habe, kann ich das noch wieder klarer erkennen, was da passiert ist. Und witzigerweise habe ich das erste Mal in meinem Leben Zeichen. Für viele ist es ja normal, wenn sie mit ihrer Dualseele oder Zwillingsseele zu tun haben und wenn sie dann getrennt sind, dass sie dann im Außen irgendwas sehen. Und ich habe immer diese Menschen beneidet. Ich habe mich für sie gefreut, aber ich habe sie beneidet, weil ich so dachte, oh, ich will auch und ich kriege sowas nicht. Aber mittlerweile ist es so, kriege ich auch diese Zeichen. Gestern war ich zum Beispiel unterwegs und habe ihn erstmal von meinem inneren Auge gesehen, wie er mir zugelächelt hat. Und dann habe ich witzigerweise dauernd das Ortsschild, also er wohnt ja in der gleichen Stadt wie ich, aber in einem kleinen Vorort oder wie soll man sagen, also nicht so direkt in der City. Ich bin dauernd mit diesem Ortsschild konfrontiert gewesen und musste nachher schon grinsen. Und dann war ich gestern, ich war ja den ganzen Tag unterwegs, aber morgens war ich auch noch in der Stadt und habe Bekannte getroffen in der Fußgängerzone. Und also es gibt ja jetzt so neue Parteien, die sich für, ich bin zwar kein politischer Mensch, aber wenn Parteien sich für Umwelt zum Beispiel stark machen oder vielleicht auch so ein bisschen Spiritualität in ihrem Programm haben, dann interessiert mich das schon. Und ich bin da so ein bisschen in Kontakt mit einer Partei oder einer ganz, ganz kleinen Gruppierung ist es wahrscheinlich noch. Und die haben mich eingeladen zum nächsten Treffen am 30. April und in einem veganen Restaurant und just in dem Ort, wo mein Herzchen wohnt. Da musste ich so lachen, weil ich so dachte, ja, ich habe es ja verstanden. Also viermal am Tag der gleiche Name, wo er wohnt. Was mir das sagen soll, habe ich keine Ahnung. Aber wenn ich das mal zusammenbringe, dass er mich angelächelt hat, ja, vor meinem inneren Auge und dann ich viermal an dem Tag diesen Ort gesehen habe, naja, negativ ist es irgendwie nicht oder scheint es irgendwie nicht zu sein. Aber das so dazu, ich kann damit mittlerweile sehr, sehr gut leben. Also da hat sich wirklich was getan und ich glaube, ich habe ja so fast alle meine Ängste in der letzten Zeit mir angeguckt und mehr oder weniger erfolgreich transformiert. Und ich glaube, ich bin auch jetzt dabei, diese Beziehungsabhängigkeit, ja, die ich ja mein Leben lang hatte, die wirklich zu transformieren. Nicht ganz, ja, nicht vollständig, ganz bestimmt nicht. Da habe ich noch einiges zu tun. Aber ich merke die Fortschritte, die da sind, dass ich immer wieder zurück in die Selbstliebe komme und dass ich schon gewisse Sachen wie Ohrfeigen erlebe, aber dass ich trotzdem hinterher wieder in die Selbstliebe zurückkomme. Das geht eigentlich immer schneller. Und da bin ich sehr stolz auf mich, das muss ich wirklich sagen. Ja, es ist auch noch etwas Gutes passiert, etwas Schönes passiert. Ich habe mich jetzt entschlossen, tatsächlich über kurz oder lang doch auf einer Line anzufangen, weil ich möchte es jetzt wirklich wissen. Ich möchte da jetzt wirklich vorangehen, weil ich weiß, das ist es, was meine Aufgabe ist oder ein sehr, sehr großer Teil, Menschen zu beraten, Menschen zu helfen. Und ich tue es ja eigentlich immer schon, aber dass ich jetzt auch sage, okay, ich mache es jetzt auch offiziell. Und ich werde wissen, wann der Zeitpunkt da ist, wenn ich mich da anmelde. Also ich habe mir schon etwas ausgesucht und natürlich werde ich euch dann auch informieren. Aber das ist einfach das, was mich wirklich zutiefst glücklich macht, Menschen zu beraten. Und wovon ich auch weiß, dass ich es kann. Ja, so viel dazu. Ich höre jetzt mal für heute auf. Das Wichtigste habe ich, glaube ich, gesagt. Und ich bin wirklich gespannt, wie es da weitergeht jetzt, wie sehr wir uns entgrenzen oder vielleicht ja nicht alle. Ich weiß ja nicht, vielleicht gilt es ja auch nur für mich. Keine Ahnung. Aber ich kann es endlich akzeptieren. Ich habe ja in der letzten Zeit auch immer noch gedacht, boah, Kirstin, ist das überhaupt alles richtig? Und wenn ich dann so mitkriege, ja, wie wohl sich einige auf der Erde fühlen und
wie verbunden sie sich fühlen und mit der Materie und so, dann habe ich natürlich sofort gedacht, okay, bin ich bestimmt wieder falsch davor. Aber irgendein Grund muss es ja haben. Irgendein Grund muss es ja haben, dass mein Leben so verlaufen ist und immer noch verläuft, wie es verläuft. Und ich fühle mich einfach wohl mit diesem Gedanken, dass ich das alles hinter mir lasse. Was weiterhin passieren wird, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Habe ich heute noch so überlegt. Ja, was ist denn Entgrenzung? Was ist es denn, wenn du die Welt der Formen verlässt? Was bedeutet das dann für dich? Was meint Silke Schäfer wirklich in ihrem Video? Ist es das, was ich daraus mache oder was meint sie? Aber ich glaube, das werde ich sehen. Es fühlt sich für mich jedenfalls stimmig an. Und das ist ja das, worauf es ankommt. Das ist ja das, dass wir mit uns im Reinen sind. Und Formlosigkeit, das kann ja alles Mögliche bedeuten. Das kann ja auch bedeuten, dass ich einfach tatsächlich alles, was früher für mich Form hatte, ja, alles Formelle hinter mir lasse und ganz was anderes mache. Das ist ja im Grunde auch die Welt der Formen verlassen. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Okay, jetzt höre ich auf. Ich wünsche euch einen großartigen Abend noch und einen wundervollen Montag. Ist ja auch noch frei. Und bis ganz bald. Passt gut auf euch auf. Ciao.